Vom 26. bis 29. August findet wieder das Stadtfest in Bregenz statt. Was gibt es heuer zu bestaunen? Erstmals haben wir die große Modenschau zur Eröffnung am Donnerstagabend ab 19 Uhr hier bei uns in dem neu gestalteten Hafenareal. Dann haben wir die Bühne neu, wir haben ein neues System hier entwickelt, ein neues Konzept. Die Bühne ist näher an den See gerückt. Wir haben zahlreiche Kulinarik hier vor Ort, also das Meer an Genuss. Wir haben einen kleinen Funpark, also für alle, die gerne genießen und hier am See sind, haben wir etwas zu bieten. Was würden Sie als Highlights bezeichnen dieses Jahr? Also das Klangfeuerwerk am Samstag ist mit Sicherheit ein großes Highlight. 300 Meter hoch, es ist das größte Klangfeuerwerk dieser Art hier am Bodensee. Es ist das größte Volksfest hier in Westösterreich, also von daher haben wir einiges zu bieten. Es wird hier diskutiert, das wievielte Mal das es nun stattfinden soll. Warum denn? Ja, das Fest gibt es im Prinzip schon seit den 70er Jahren. Es hat dann immer wieder Veränderungen gegeben, also es ist schwierig, es genau zu datieren. Zum Areal, von wo bis wo erstreckt es sich und was findet sich darauf? Also diesmal haben wir eine große Partymeile, die beginnt hinten an der Beachbar, am Musikpavillon und reicht bis hinten zur Molo Lounge, die auch dieses Mal wieder stattfindet, die sehr beliebt ist seit dem letzten Mal und reicht bis hinten in das neue Hafengelände hinein. Also mittlerweile eine Meile Party pur. Wann sind Sie fertig? Ja, ich denke, dass wir zum frühen Nachmittag morgen Nachmittag soweit sind. Dann kommt der Feinschliff und gestartet wird dann um 19 Uhr. Und wie sieht es mit dem Wetter aus? Ja, da hoffen wir, den Donnerstag ist es super angekündigt. Es ist einer der schönen sommerlichen Tage, die hier angekündigt sind, die ja rar sind derzeit in diesem Sommer. Wir haben mediterranes Flair, der Freitag sieht auch noch sehr gut aus und danach gehen die Meinungen der Wetterfrösche auseinander. Warten wir es ab.